Hallo, wie geht es euch? Liebe Weltachler, wir sind hier in einem Coffeeshop, könnte man sagen. Aber die haben das, ein spezieller Ort, den zeige ich euch dann. Also, willkommen zurück hier und heute gibt es mal wieder etwas aus Thailand. Wir sprechen nicht über Tod, sondern über Leben. Very nice. So they do the coffee themselves. And see, eh? He's got this espresso Italiano 2017. Also, die machen ihren eigenen Kaffee hier und haben das in Italien gelernt. Haben ihre eigene Marke. Ein wundervoller und wunderschöner Platz. Und ich bin richtig gespannt. Wow. So, eben, hier sind alle Kaffeesorten. Wir haben auch gemischte Kaffees, sogar mit Durian, habe ich gesehen. Und Blueberry und Vanilla und Strawberry. Also unglaublich, frischer Kaffee, frische Kaffeebohnen. Man muss nicht nach Italien gehen, sondern es ist gerade hier in Cisaket, kannst du das kaufen, direkt vor der Tür. Ein unglaublich schöner Platz, unglaublich schöner Coffeeshop und unglaublich riecht das hier nach Kaffee, also wirklich fantastisch. Schaut mal, wie das sehr gepflegt ist, der Garten, alles, also wirklich. So ein schöner Platz, so ein schöner Ort und das hier in Cisaket. Man könnte meinen, man wäre in Chiang Mai oder Chiang Rai oder so. Ja, sowas. Hä? Shopping clothes in a coffee shop. What do you order? Espresso. Mm. Okay, also, das ist der Kaffee. Frisch geröstet. Also es ist so, die pflanzen die Bohnen nicht, also die Bohnen, die pflanzen den Kaffee nicht an. Sie kaufen die Bohnen ein und dann rösten sie die Bohnen und machen ihre verschiedenen Sorten daraus. Aber wirklich super, super Idee. Normally, in Italy, normally we have a little bit of problem with mom-in-law, you know. We don't like so much mom-in-law, but but here is no problem in Thailand. So Tim, let me ask you, how long you are living here? In Cisaket, we've been about 4 years. We lived in Bangkok for 3 years first. Is that on? Yeah. Okay. It's on because it's safe battery if the display is not okay, on. Okay, just wanted to make sure. So we came. Sai used to work at a hostel in Bangkok, right by Chinatown area. Yeah. Really interesting part of Bangkok. I really liked living there, but we had the coronavirus and everything, and tourism went down. Yeah. And we had talked about moving out to get close to the family. I think many people in this pandemic time changed a little bit life, or want to change their life, you know, since then, you know. So that's why it's great if I can introduce some people that they changed their life, because you told me before you changed your life long time ago already. You quit your job in USA. Yeah. I've been headed for a life in Thailand for 20 years now or more. Really? Since I first started coming here. Yeah, I have a very interesting history with coming to Thailand. I first came to Thailand in 2001
And I never thought about Thailand at all, but my mother, who is still alive and is 94 years old now. Wow. She was coming to Thailand to go for a study group, like a elder, it was part of a university where she used to go when she was young. And they have the J term, they call it, January. And she went here for archaeology. And I was able to take time off my job then and come with her. I thought, this is nice. That's true. And I learned a few sentences of Thai, and the Thais were so friendly and happy that I just basically never stopped. Started coming back on my own, and came many years as a tourist. One year I came as an exchange student myself. You have something very special on you. Yeah. If I watch you, you look so happy. I don't know. Really. He looks so happy. He smiles with everything, with the eye, with everything. The whole face is always smiling, you know? I think it comes from Sai. Sai is always happy. Yeah. It's incredible. Yeah. You really have this style. Yeah, well, I'm very happy with the way life is coming. There's a lot of challenges. We were just talking about the family that we're, trying to give everyone an opportunity. Yeah. We have, Sai has two children. Yeah. And, we have four together. And two grandchildren. Oh, good. And there are two parents. And there's also two nieces from a brother who died. Okay. So there's all these people with different, life situations that we're trying to help, and so far so good. We do everything slowly here. Yeah. It's the best way. You told me also before it's better to have a simple life than a working life until you're nearly half dead, you know? Yes, I think so too. I'm happy that I still have reasonable health Did you travel around and also in Thailand in these 20 years, or you explored many places? Yeah, I've been, I haven't really gone to the south very much, but I've gone to the north a lot, and in the northeast, Isan here. Yeah. I've traveled a lot. And you like also to ride? Wow. So, es geht wieder los. Wir fahren weiter, aber das lohnt sich hier also. Die machen auch Pizza und Spaghetti, scheinbar. Nächstes Mal werde ich...
sounds dangerous. It can be dangerous. This stuff is okay though. So, Rasi Salai Market, as usual. So, eben durch Dörfer, durch durchgefahren mit Düften von Hühnern und wie soll ich sagen, Grillchicken. Und also die Fahrt war wirklich super und der Tag ist auch perfekt heute. Es ist nicht zu heiß und der Coffeeshop, der war wirklich auch etwas ja, Sehenswertes für mich, weil er röstet ja selber den Kaffee. Und das hat mich schon Wunder genommen, wie er das so macht. Und das nächste Mal hat er mich eingeladen, um eine Pizza zu essen, weil er macht scheinbar... Hier? Ah, okay, okay, okay. Die wollen gefilmt werden. Oh. Gab? Ja, ja. Ja, und er macht eben den Pizzateig selber. Also hat er mich eingeladen für das nächste Mal und ja, mal schauen. Aber es war ein super Tag bis jetzt. Also für alle, die hungrig sind, das ist ausgetrockneter Frosch-Skin, also die Haut, Froschhaut. Das muss eine Delikatesse sein hier. Mmh. Oh. Also um Froschhaut zu essen, muss man wirklich verzweifelt hungrig sein. Also ich glaube, da gibt es schon andere Sachen, die man essen kann hier in Thailand. So, das ist der Damm von Rasi Salai, also ein wunderschöner Platz. Ist, so nach dem Bild, nach dem Vorbild von Sisaket, vom Water Tower und Aquarium. Aber das ist fast besser hier. Video, sorry.
Also das ist wie irgendwie im Katalog abgebildet. Wunderschöner Ort, wirklich. Die haben das sehr gut gemacht hier. Tim hat mir soeben erzählt, dass als diese Dame gebaut worden ist, da sind ein paar Dörfer geflutet worden. Viele Leute haben ihre Häuser verloren und da gab es wirklich ein, ja, es war nicht so schön. Das war nicht ein perfekter Beginn. Aber am Schluss, ich glaube, die Leute wurden dann so quasi ausbezahlt vom Government. Aber das sieht jetzt hier aus, also wirklich fantastisch.